going funky. Go funky. Yo, hi Leute, hier ist euer Mr. Gonjo. Mein Name ist Raphael und willkommen zu einem weiteren Additiv-Folge. Yo, 73 Sekunden. Ja. Wieso sagst du das nicht? Hey, ganz ehrlich, immer diese Tales-Story, das war ein bisschen unnötig. Du hast doch Skills, du kannst es doch sehen, dass du... Na egal, scheiß drauf, wenn wir halt verlieren. Also, dass der Schurke vorgeht und unsichtbar macht, aber naja. Er kann doch sehen, dass seine Skills noch laden. Wisst ihr, man kann es ja sehen, aber egal, scheiß. Passiert. Sieht doch ja mal jeden. Durchhalten. Genau, mal durchhalten. Oh. Ach so, ja, genau, diese Jäger Pussy Taktik. Ich will jetzt was machen. Ja, geht doch. Hat er jetzt Gezeitbändiger? Ja, sag mal, Gezeitbändiger machen, ganz ehrlich. Ist mir gar nicht rufen jetzt. Jetzt hat er Pech gehabt. Anscheinend hat er gleich. Er hat gesagt 30 Sekunden. Oh mein Gott, die rufen alle hier. Gegen wen? Gegen den einen da. Also das geht's hin, okay, gut. Das ist ey, gerade ein unfrisch Match. Alle bis 90 gegen unter 90er. Machst du ein Video? Jo. Ich mache ein Video. Aber ich muss heute noch das machen. Naja. Ich bin gerade überlegen, Leute. Wegen Nostel, es sieht nicht mehr so gut aus mit Videos. Es ist nur noch Additiv, was so interessant ist. Ja, wie soll ich das sagen? Akt 4 ist langweilig. Man kann in Nostel fast nichts aufnehmen außer ADT. Ja. Ich glaube, es wird dann nur noch Montag und Dienstag Nostel-Videos kommen und der Rest was anderes. Also zum Beispiel VOT nur noch. Was soll ich denn tun, wenn... vielleicht habt ihr Vorschläge, was ich vielleicht machen könnte. Ich habe überlegt, was man machen könnte. Man könnte schon ein bisschen was machen, zum Beispiel Top 5 Listen und so weiter. Was die Community gut findet oder was ich persönlich gut finde. Vielleicht könnte ich noch ein paar von denen noch rausbringen. Aber über was? Zum Beispiel meine Top 5 SPs, die ich gut finde. Oder was ich gedacht habe, dass ich mit anderen mich zusammensetze und wir überlegen, was echt die allerbeste SP ist, also vom Platz, was weiß ich, wie viele SPs es gibt, also 3x8, 24 bis halt 1, 24 ist die schlechteste SP, in der Mitte ist halt die mittlere SP und Platz 1 ist halt die beste SP. Irgendwie so, dass man sagt, warum, das Ding, zum Beispiel die Minuspunkte und Pluspunkte, was da und da gut ist, zum Beispiel im PvM, PvP, alles. Er ist wieder so unfaires Match. Ich bin echt leid. Ich fail, er hat sogar eine Rüstung. Ich glaube, er hat 7 Rüstungen. Naja. Ja. Ich würde gerne wieder noch die Videos mehr rausbringen, aber Akt 4 ist so langweilig. Sogar 3K sagt er sogar selber. Ey, ganz ehrlich, man steht da fast nur rum. Ich habe sogar diese Woche versucht, letzte Woche sogar versucht, Akt 4 Videos zu machen. Es geht nicht. Montag, Dienstag ging gar nicht mehr und da war ich auch gar nicht mehr online, weil da dachte ich mir ganz ehrlich, nee, keine Lust mehr, macht gar keinen Spaß mehr. Tippvideos habe ich auch schon rausgebracht, wieso soll ich noch mehr rausbringen? Zum Beispiel, wie man Gold macht und so, das ist... das ist so eine Sache, ganz ehrlich, das ist so. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr Ideen. Ich bin echt am überlegen, ich habe mir jetzt vorbestellt, Forza Motorsport 6 und Need to Speed, Jahr 2015, habe ich mir beide Spiele vorbestellt.
Ja, ob ich Need to Speed Let's Playen soll, alles. Echt alles, was ich mache. Ja, wenn es dann gehen wird. Und vielleicht mache ich auch noch so kleine Videos. Zum Beispiel habe ich mir jetzt auch so eine Nostalgie-Hülle gekauft. Das Video wird dann auch noch bald kommen. Und da habe ich sozusagen so ein kleines Unboxing gemacht. Weil ich weiß nicht, vielleicht wollt ihr auch so ein kleines Unboxing ha haben. Weil ich mag Nostalgie sehr. Das sieht man vielleicht. Ich werde mir auch bald noch ein Nostalgie-T-Shirt holen. Wie geht's? Gut. Selber? Vielleicht halt. Ich würde mir gerne so ein Nostalgie-Kuscheltier holen. Ganz, was soll ich denn sagen? Wenn ich in Heim bin, geht mein kleiner Bruder immer so zwei Kuscheltiere mit und ich finde das nicht verkehrt. Ja, ist egal, wie alt man ist. Ich mache auch manche Sachen, wo andere Leute sagen, du bist so ein kleines Kind. Aber ganz ehrlich, nur weil man ein bestimmtes Alter erreicht, wieso darf man das nicht mehr machen? Wieso nicht? Wenn es einen selber Spaß macht, wieso darf man das nicht machen? Oh je, je. Genau, er hätte mich überrufen sollen. Ja, okay, doch nicht. Wieso darf man sowas nicht machen? Verstehe ich nicht. Also, zum Beispiel mag ich Animes und Mangas und so alles. Und ich will mich auch dementsprechend auch so ein bisschen so anziehen. Jetzt nicht so übertrieben, aber ein bisschen halt. Zum Beispiel mit Kontaktlinsen, mit T-Shirt, alles so. Ja, ich will mir bald auch noch ein Schwert machen. Ich will überlegen, aus Holz oder aus. Okay, verloren, was? Entweder mache ich es mir aus Holz oder aus Papier. Aus Papier geht auch sehr gut, habe ich gesehen. Ich muss mir dann auch einen Kleber holen. Vielleicht hole ich es mir heute und probiere es dann mal aus. Ja, vielleicht auch so welche Videos machen. Nicht so. Ah, der ist richtig gut, der Typ. Nice. Ah, ja. Echt nice. Richtig gut, er jumpt hier mit so voll mit rotem Leben fast und fickt das ganze Team fast. Ja, okay, wir haben gewonnen. Ich habe nicht gerade nichts gemacht. Oder was ich auch noch so überlegt habe, zum Beispiel in der Top 5 Videos, die besten, so dass ich dich nicht ge ach, ach, egal. Mache gerade Video und bin viel am Reden, aber was wäre halt besser? Mache gerade Video, bin viel am Reden. Naja. Ja. Zum Beispiel, ihr ladet so einen ganz kleinen Clip auf. Viel Glück noch. Danke. Oh mein Gott, wenn wir jetzt gegen ihn kämpfen müssen. Ja, zum Beispiel, ihr ladet so ganz kleine Clips auf YouTube hoch, schickt mir den Link. Und ich schaue es mir an und wenn es gut genug ist, dann nehme ich sie mal in die Top 5 und dann halt oder Top 10. Und dann halt die 10 besten Kills, bla bla bla, dann werde ich sie auch noch ein bisschen kommentieren und so. Sowas wollte ich auch machen, aber es macht halt niemand. Es macht einfach gar keiner. Gar keiner will sowas machen. Zum Beispiel aktivieren kannst du einen vergessen. Ganz ehrlich, kannst du vergessen. Ich war auch kurz dabei, so kleine Montagevideos zu machen. War ich dabei, hatte 3 Minuten Montagevideo, ich will mindestens so, wollte ich so 6, 7, 8 Minuten machen. Und was ist? Auf einmal aktiviert leer. Ich so, was ist jetzt los? Okay, bin aktiviert, okay. Da hin und wieder habe ich mal einen gekillt, aber das ist nichts Besonderes. Das ist nichts Besonderes. Und aktiviert ist einmal tote Hose. Aktiviert ist einmal tote Hose. Was soll man denn tun? Ich find's schade. Ich find's so traurig, ganz ehrlich. Also was ich mir auch noch überlegt habe, wir werden, also zum Beispiel ich mache ein Video, ich werde da die Probleme erzählen, dies und das. Und ja, und dann werde ich halt erzählen, so, ja, dass es nicht geht, dass Kaliber im Aktivier ist, da geht da gar keine mehr Aktivier, dies und das. Wegen Sommer-Event gehen ja noch weniger hin. Und wegen Kaliber bekommt man Punkte. Man sollte machen, dass man gar keine Punkte bekommt. Nur halt Ruf und fertig. Punkte nicht. Oh fuck, habe ich einen Fehler gemacht. Das ist halt das, wenn man redet.
Ai. S7 McQueen, ja. Ja, meist hat man S7 McQueen, den Mann, ich bin aber gleich weg. Ja, vielleicht so ein Video machen, so eine Reset. Nein, es das heißt nicht so. Es hat einen speziellen Namen. Ich weiß jetzt aber gerade nicht, was für einen Namen es hat. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Und sowas zum Beispiel wäre gut, wenn man sowas dann macht. Weil dann kann man den Games sagen, okay, die Spieler, die mögen jetzt das alles hier nicht. Alter, ich habe wieder gefällt. Ah ja, ich muss jemanden rufen. Komm, mach was. Mach was. Ja, geht doch. Okay, ich rufe jetzt einfach. Wen haben wir noch? Den. Ah je, die setzen dann gleich den ein. Ha, die kann's nicht machen. Das war mein Plan. Okay, fünfter Kampf. Wir haben jetzt 4 gewonnen von 5. Wenn den jetzt gewinnen, dann ist gut. Man muss ein bisschen hier, das, meine Taktik war gerade eigentlich, gezeigt, weniger holen, der macht Damage. Dann mache ich, springe ich auf ihn, blackoute ich, dann kann er diesen einen Skill nicht einsetzen, wo ich unbesiegbar für 8 Sekunden ist oder 10. Und dann kill ich ihn halt. Und das hat perfekt geklappt. Man muss halt ein bisschen nachdenken, wie man vorgeht, wie man ruft. Zum Beispiel, gezeigt, weniger konnte ihn jetzt auch noch stunnen. Und da war das, die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass wir ihn stunnen und dass wir ihn auch besiegen. Ich glaube, da hat auch gar keine Punkte mehr zum Rufen. Aber ich weiß nicht mehr. Ja, also ich hoffe, ihr schreibt auch unten in den Kommentaren was, weil es ist auch in euren und in meinen Interessen, dass Nostal Videos kommen. Ich sehe, das macht da kaum einer und ich mag Nostal einfach. Oh, cool. Zu mir. Ja, ich glaube, das ist. Ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte. Schreibt's einfach. Einmal nur schreiben. Weil ich weiß ja nicht, was ihr wollt und so weiter. Und was ich auch überlegt war halt, dass ich zum Beispiel auf S4 weiter anfange, das mit die Debut von Irenia, aber halt mit anderen. Und ja, ohne Hilfe. Halt, dort das machen. Ich glaube, das würde viel mehr Spaß machen, aber würde sich jemand angucken. Und dann kann ich euch zeigen, ob man meine Tipps auch nutzen kann, ohne zum Traden Gold zu machen. Ob das überhaupt funktioniert. Und ich glaube, das würde funktionieren. Und es ist viel zu heiß heute, Mann. Ich schwör. Ich gehe auch jede zweite Stunde, gehe ich für eine halbe Stunde pennen, weil es so heiß ist, weil ich keine Kraft mehr habe. Ist echt so schlimm. Oh, Toshiro, meine Güte. Ah, ich will ihn jetzt eigentlich. Ja, gegen zwei Matches scheiße, dann ist dann auch aus so gut wie unnützlich. Aha, Alter, fünfmal gewonnen, das ist doch gut. Ich habe jetzt auch kein schlechtes Equipment. Das ist R6, aber ist nicht schlecht. Oh, ich muss mein Ding, mein Laptop wird ein bisschen zu heiß. Oh fuck, jetzt habe ich ihn. Ja, gewonnen, fünfmal gewonnen. Das ist doch schön. Wie habe ich 220 gehabt? Ich muss mich bald auf 93 erwähnen, aber jetzt habe ich keine Lust. Ah, ich könnte aktuell mit zwei Videos machen. Wie ich level. Kann ich ja dann mal wieder rausbringen. Ja, das ist doch. Und zum Beispiel mache ich Unboxing-Videos, aber es guckt sich. Na, es gucken sich nicht viel an, aber mir ist ja nicht wurscht. Was soll ich denn tun? Wenn Unboxing-Video nicht jeder mag, ganz ehrlich, ich gebe mir sogar in den Unboxing-Videos voll die Mühe, schön zu gestalten, solange wie mir schwarzes Licht halt, weil ich finde, das sieht einfach so besser aus. Vielleicht zoome ich das Video ein bisschen weiter ran. Aber ich mir die Mühe und gucken sich halt nicht so viel an. Zum Beispiel habe ich in einem Video voll viel Mühe gegeben. 180 Aufrufe.
in 1,5 Jahren. Dann denke ich mir, ja, das motiviert einen voll. Natürlich will man halt für seine Arbeit sozusagen gelobt werden. Man will halt natürlich, zum Beispiel würde ich so 700, 800 Aufrufe, würde ich sagen, ja, krass, okay, das gefällt den Leuten, dann gebe ich jetzt weiter so viel Mühe. Aber was ich gemerkt habe, normales Let's Play, keine Mühe. Einfach du redest ein bisschen und fertig. Bam, 1000, über 1000 Aufrufe. Du gibst ein Video, eine Stunde, eine halbe Stunde bis eine Stunde für die ganze, für alles, zum Beispiel für das Design, alles im Video. Bam. Maximum 300 Aufrufe, mehr nicht. Denke ich mir, okay. Dann nutze ich das Rechte, also das eine Video, wo man Mühe gibt, eigentlich gar nicht zu machen. Dann macht man lieber einfach nur Let's Plays. Das ist auch so eine Sache. Ich mache trotzdem Unboxing-Videos. Gefällt mir. Aber wisst ihr, was ich damit meine? Ja, wisst ihr. Und das ist halt die Sache. Traden. Ich weiß nicht, ob ich traden werde. Vielleicht speichere ich einmal so mein Geld. Jo, das war's jetzt an. Auch erstmal mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. Yeah.